gibt's wieder eure Dagi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Zu einem Video, was ich in der Art noch gar nicht so getan habe, weil, wenn ihr vielleicht wisst, ich bin sehr untalentiert, was Telefonieren geht, beziehungsweise Telefonverarsche. Und darum geht es jetzt auch. Ich werde ein paar meiner YouTube-Freunde anrufen und die ein bisschen veräppeln. Und ich hoffe natürlich, die fallen auch drauf rein. Ich hoffe natürlich auch, dass ich es irgendwie schaffen werde, weil ich, wie gesagt, keinen blassen Dunst habe, wie ich das schaffen soll, weil ich immer anfange zu lachen und es mir total peinlich ist. Genug geredet, aber bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil da gibt es auch eine richtig tolle Verlosung. Also auf jeden Fall dranbleiben, aber ich sage jetzt einfach mal viel Spaß mit dem Video. Und wir fangen auch direkt mal an. Und zwar rufe ich mal die nette Bibi an und ich werde sie verarschen, indem ich ihr sage, ihr Kanal wurde gelöscht. Okay, Bibi geht nicht dran, dann rufen wir mal den Julian an. Vielleicht ist der gerade an seinem Handy. Ah, Bibi ruft zurück. Hallo? Bibi, dein Kanal ist gelöscht. Wer ist denn da? Dagi, ohne Scheiße, dein Kanal ist gelöscht. Bianca, mach wieder irgendwas. Nein, ich schwöre, nein, Bianca, ich schwöre. Geh dahin, dein Kanal ist weg, die Videos sind weg. Ich wollte mir gerade ein neues Video angucken, es ist nicht da. Ey, du willst mich ja nicht verarschen. Nein. Ich hab dich verarscht. Och Mann. Ich hab verarscht gehabt. Ich bin echt unter Fütter gerannt. Sorry. Also hat's geklappt. Arsch. Ich hab so Angst gehabt. Ich kann's mir vorstellen. Ey, du hast es so krass rübergebracht. Ich dachte echt, das mach ich jetzt ernst. Oh nein. Aber es ist alles noch da. Keine Sorge. Yes, sie ist drauf reingefallen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie wirklich drauf reinfällt, weil am Anfang kam so, ja, du machst eh nur ein Video. Aber sie hatte wirklich Schiss bekommen. Ich kann es mir auch vorstellen, dass sie Angst hatte, wenn man nicht gerade vorm PC sitzt und irgendjemand anruft. Oh mein Gott, der Kanal ist weg. Als nächstes rufen wir die Melina an. Und zwar werde ich sie fragen, warum ich so aus der Gang ausgeschlossen werde. Weil Paola, Luna, Dima und Melina gehen heute ins Kino und ich werde die Melina anrufen und sagen, ihr habt mich nicht eingeladen, ich finde das voll scheiße von euch. Was geht ab, Girl? Hallo, ich wollte mal mit dir reden und zwar, ja? Ich finde das schon ein bisschen kacke so irgendwie von euch, dass ihr mich nicht und Timo nicht mit eingeladen habt ins Kino. Ich finde das echt scheiße. Ja, mit dir drehen oder was? Mann, scheiße, jetzt habe ich angefangen zu lachen. Oh, Mann! Oh, scheiße! Wie schlecht war das denn jetzt bitte? Oh, ich fang voll an zu lachen, wie doof. Egal. Hat aber fast geklappt. Im ersten Mal hast du gesagt, so, boah, das ist echt scheiße von Elster, was du, was hab ich gemacht? Meine letzten Jahre Valentinstag war eigentlich immer so, dass ich alleine irgendwohin essen gegangen bin. Ja, ohne Team. Das war die Richtigkeit. Mhm, Big Love. Schön. Oh Mann, das ist doch scheiße. Ich habe direkt angefangen zu lachen. Ich wollte wirklich durchziehen, aber hat leider nicht geklappt. Schade Schokolade. Als nächstes rufen wir den Diemann und ich werde ihm verklickern, dass ich nicht mit auf die Gangtour gehen möchte, weil es für mich Zeitverschwendung ist und ich sowieso kein Geld damit verdiene. Deshalb möchte ich nicht dahin und deshalb will ich lieber zu Hause bleiben. Das wird hart. Natürlich ist es nicht so. Ich werde natürlich mitkommen. Aber ich bin mal gespannt, was er dazu sagen wird. Jo, was gibt's? Hallo Dima. Hast du gerade Zeit? Ja, ich bin im Taxi gerade. Ach so. Ja, okay. Ich wollte mal mit dir reden über die Gangtour. Und zwar habe ich mir da so ein paar Gedanken drüber gemacht. Ehrlich gesagt macht das für mich gar keinen Sinn mitzukommen, weil wir werden eh nicht bezahlt und keine Ahnung, das ist für mich eher so Zeitverschwendung. Ja, shit. Scheiße! Was eigentlich? Oh Mann! Ich verarsche dich gerade, tut mir leid, jetzt habe ich aber gelacht. Och Mann! Hast du das denn geglaubt? Ich habe jetzt voll abgequatscht. Boah, nein! Echt? Oh nein! Oh Mann, hätte ich nicht gelacht! Du hast voll gut drauf mittlerweile, echt. Ja, das freut mich, aber blöd, dass ich gelacht habe. Natürlich komme ich mit. Ich hab schon Herzrasen bekommen, auch so. Echt? Oh nein! Ja, mal das ist schon online. Oh! Nein, natürlich komme ich mit.
Danke, das wiederholt mich gerade echt. Mal sowas nicht mehr. Okay. Ich hab's euch doch gesagt, ich bin zu blöd dafür, weil ich die ganze Zeit anfange zu lachen. Aber der hat's geglaubt. Als nächstes rufen wir den Simon Desio an und sagen, ey Simon, der hat wirklich eine Page Nacktbilder von dir. Ich würde die sofort sperren und was weiß ich was. Ich werde ihm jetzt erstmal ein bisschen Angst machen. Als nächstes rufen wir dann einfach mal die Nitestik an. Und zwar waren wir letztens in meinem Auto unterwegs und ich habe in meinem Auto so ein riesen Kuscheltier, so eine Biene. Und ich werde sie jetzt anrufen und sagen, ey, du bist die Einzige, die hinten in meinem Auto saß. Meine Biene ist weg. Wo ist die? Bis jetzt! Die Nie ruft mich gerade zurück. Hallo! Ich habe eine Frage. Du warst ja letztens in meinem Auto, ne? Ja. Und da war so ein riesen Kuscheltier vor mir. Das war so eine Biene und die ist jetzt weg. Kann es sein, dass du die mitgenommen hast? Nein. Sicher? Weil du warst eigentlich die Letzte da und ich habe die da noch gesehen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass du die mitgenommen hast. Eine Biene? Warum soll ich eine Biene mitnehmen? Ich weiß nicht. Vielleicht magst du Bienen. Nein, ich war doch selber vorgepackt mit meinen Sachen und ich hatte kaum eine Biene. Aber ich habe gesehen, wie du die Biene angeguckt hast. Ja, du hast die Biene angeguckt und ich weiß, dass du die Biene haben wolltest. Hast du geträumt, Dagi? Nein. Willst du mich verarschen? Oh, das tut mir leid, ich mache gerade ein Video. Leider immer noch nicht dran gegangen ist, werden wir jetzt mal die Paola anrufen und die damit verarschen und ihr sagen, dass Nacktbilder von ihr öffentlich sind auf Instagram. So? Hallo. Hallo. Paola, warst du schon gerade auf Instagram? Nein, warum? Da sind Nacktbilder von dir. Von mir? Ja. Als ob, woher denn? Ja, ohne Scheiß, da ist eine Seite Paola Nacktbilder und die hat wirklich Nacktbilder von dir. Aber woher sind die Nacktbilder von mir? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, da sind auf jeden Fall Nacktbilder von dir. Ich habe das auf jeden Fall gesehen und das bist du. Ja, schick mir mal bitte Bilder. Das war nur ein Spaß. Mädchen, mach nicht so einen Spaß. Oh, Mädchen! Ich hab irgendwas aufgenommen. So durch ein Fenster, so Dusche, irgendwie so Kamera in der Dusche installiert oder so. Jetzt rufen wir dann einfach mal den Timo an und sagen ihm, dass ich nicht möchte, dass das neue Musikvideo veröffentlicht wird, weil ich finde, dass ich da zu fett aussehe. Ich glaube, er wird mich einfach nur auslachen. Das Video ist gestern online gekommen. Ich verlinke es euch nochmal in die Beschreibung. Das ist mega gut. Aber es wird heute erst morgen online kommen. Ihr wisst, was ich sage. Deshalb werde ich ihn jetzt anrufen und ihn mal ein bisschen veräppeln. Hallo, Schatz. Sorry. Guck mal, ich habe mir das Video gerade nochmal angeguckt, ne? Ja. Und ich weiß nicht, irgendwie finde ich, keine Ahnung, an manchen Stellen sehe ich so fett aus. Ohne Witz, ich habe keine Ahnung, was der Marvin da gemacht hat. Aber ich weiß nicht, der muss das auf jeden Fall irgendwie so machen, dass man meine Beine nicht sieht, weil ich finde das echt schlimm. Ja, dann sag das dem Marvin, weil der lädt das Video gerade hoch. Ich finde, dass du da gar nicht fett. Ich auch überhaupt gar nicht. Doch, ich finde voll. Überhaupt nicht. Guck dir mal meine Arme an, guck dir mal meine Beine an. Ich sehe da aus wie so ein Walross, was da rumrollt. Ich habe auch gerade voll die Kommentare gelesen, dass ich voll fett aussehe. Oh, das ist so ein Quatsch. Das war auch nur ein Spaß, es tut mir leid. Ich mache gerade ein Video, es tut mir leid. Ich dachte schon, ey, ich dachte schon, nein, das ganze Video jetzt nochmal neu. Ich mache gerade ein Video. Ich verarsche jetzt gerade so ein paar YouTuber und deshalb warst du gerade dran. Ja. Oh Mann, ich dachte schon, oh nee, bitte nicht. Wo bist du denn da? Oh nein, jetzt habe ich euch beide verarscht. Es tut mir leid. Sag dir Dagi nochmal, dass die wunderschönen Körper haben. Wunder. Dankeschön. Ich oh süß, dankeschön. Aber das war nur ein Spaß. Oh Gott. Ich
würde das niemals machen. So einen Tag vor der Veröffentlichung. So, nee, wir müssen es neu drehen. Oh nein, das tut mir voll leid. Der hat das voll geglaubt. Und die Tante war auch noch dabei von Timo und die hat das auch geglaubt. Oh, ich hätte niemals, niemals gedacht, dass er das wirklich glaubt. Niemals, niemals. Simon ruft an. Simon? Hallo. Simon? Ja. Du warst noch nicht auf Instagram, oder? Nee. Oh mein Gott, das sind Nacktbilder von dir. Ohne Scheiß jetzt. Echt? Ohne Scheiß jetzt. Geil. Und wo? Ja, das ist so eine Simon Destin Nacktbilder. Von wegen, schreibt unter drei große Profile, ich habe Simon Destins Nacktbilder. Und dann sind wirklich zwei, drei Nacktbilder von dir. Ja, Lifestyle, ne? Ja, Scheiße. Ja, gut. Ja, gut. Aber, ne? Ja gut, es war nur ein Spaß, sorry. Ach so. Scheiße, ich hab mir da schon so gedacht, okay, warte mal ganz kurz. Was sein? Was scheiße, diese Hoffnung kommen und so. Oh Gott, Alter. Nein, ist nix. Ich mach grad ein Video, deshalb. Ach so. Ich denke, ich hab mir schon so Sims ausgemalt gerade. Ich dachte nur, scheiße, okay, der war das jetzt. Okay, das kommt. Oh, scheiße, Mann. Nein, ist alles gut. Es tut mir leid. Alles gut, okay. Na, gut, da hast du mich schon bekommen, ja. Ja, was war das schon mit dem Video? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt kommen wir auch schon zu der Verlosung. Und zwar habe ich für euch ganz genau 1, 2, 3 Geschenke dieses Mal. Als erstes haben wir diesen wunderschönen Pullover. Und zwar wird der bald in meinem neuen Online-Shop, der noch nicht bekannt ist, der aber bald bekannt ist, der wird erhältlich sein. Wann genau, werde ich euch natürlich immer auf dem Laufenden halten, bei Facebook, Twitter und hier. Auf jeden Fall ist es einmal dieser hier. Als nächstes denselben Pulli, nur diesmal in goldener Glitzerschrift. Und als letztes ein T-Shirt mit der Aufschrift B&B mit lila Glitzer. Und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn euch das Video gefallen hat. Es würde mich auch riesig freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn ihr sowas gerne öfters von mir sehen wollt. Und ich sag dann auch bis zum nächsten Mal. Ich hab euch alle ganz doll lieb und bis dann. Tschüss!